Hallo, ich bin der Stefan. Knackende und schlecht laufende Pedale können einem wirklich die Tour vermiesen. Ich zeige euch heute, wie ihr zu Hause eure Shimano-Pedale selber warten könnt. Folgendes Werkzeug braucht ihr dafür. Um an das Innenleben des Pedals zu gelangen, müsst ihr die Achse aus dem Pedalkörper herausschrauben. In welche Richtung das geht, könnt ihr hier auf dem Pedalkörper ablesen. Zum Rausschrauben setzt ihr das Pedal am besten in einen Schraubstock ein. Danach könnt ihr die Achse mit einem 17er Maulschlüssel öffnen. Noch fertig abschrauben und dann könnt ihr die Achse aus dem Pedalkörper entnehmen. Jetzt nehmt ihr ein sauberes Tuch und wischt das alte Lagerfett und Schmutz von der Pedalachse ab. Danach könnt ihr überprüfen, ob die Lager des Pedals sauber laufen. Sollten die Lager stocken, müsst ihr das Lagerspiel neu einstellen. Dafür setzt ihr am besten die Achse in den Schraubstock ein. Dann setzt ihr auf die untere Konusmutter einen 10er Maulschlüssel auf und auf die obere Abschlussmutter einen 7er Maulschlüssel. Jetzt könnt ihr die Abschlussmutter leicht öffnen und mit der unteren Konusschraube das Lagerspiel einstellen. Dann schließt ihr die Abschlussmutter wieder und überprüft, ob das Lager sauber läuft und kein Spiel aufweist. Ist das der Fall, könnt ihr die Pedalachse wieder aus dem Schraubstock entnehmen. Anschließend könnt ihr die Lagerhülse noch auf eventuellen Verschleiß oder auf Rillen oder Riefen prüfen. Falls dies der Fall ist, Dann solltet ihr die Achse austauschen. Jetzt setzt ihr den Pedalkörper wieder in den Schraubstock ein. Und gebt eine ordentliche Packung Lagerfett in den Pedalkörper. Anschließend könnt ihr die Pedalachse wieder in den Pedalkörper einsetzen. Und mit dem 17er Maulschlüssel wieder festziehen. Auch hier solltet ihr wieder auf das richtige Drehmoment achten. Das liegt bei ca. 10 Newtonmeter. Abschließend könnt ihr noch eventuell überschüssiges Lagerfett vom Pedal abwischen. Jetzt sollte euer Pedal wieder geschmeidig laufen. Jetzt könnt ihr es wieder in die Kurbel einbauen. Achtet dabei auf jeden Fall, dass ihr das richtige Pedal auf die richtige Seite einbaut. Welches Pedal auf welche Seite gehört, könnt ihr hier am Pedalkörper ablesen. Alternativ könnt ihr das Lagerspiel an eurem Pedal auch mit dem Shimano Spezialwerkzeug einstellen. So, nachdem euer Pedal wieder einwandfrei läuft, könnt ihr auf die nächste Tour starten. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr die Kurbel demontiert und das Innenlager wechselt. Viel Spaß beim Biken!